Ich stehe hier bei Einsatzleiter und Kommandant der Ortsfeuerwehr bei Herbert Saum. Herr Saum, was ist genau passiert? Also im Betrieb von der Firma Holz Gmeiner ist eine Rauchentwicklung in der Betriebsstätte auf einmal gewesen und da ist also die große Gefahr bestanden, dass vom Silo Rauch in die Betriebsstätte gekommen ist. Somit ist der große Verdacht da, dass im Silo denn irgendeine Entwicklung von einem Glimmbrand da ist. Wie viele Einsatzkräfte sind im Einsatz? Derzeit sind 30 Mann der Ortsfeuerwehr Altach im Einsatz und 20 Mann der Ortsfeuerwehr Götzis. Die große Gefahr, die da ist, wird es eine Durchzündung vom Silo gehen. Daneben ist gleich die angrenzende Autobahn und auf der anderen Seite ist eine Landesstraße, die sehr stark frequentiert ist und somit eine große Gefahr da würde da etwas durchgehen. Wie schaut die aktuelle Lage aus? Die aktuelle Lage ist so, dass man mit der Wärmebildkamera nichts gefunden hat im unteren Teil, im Trichter von dem Silo. Es wird also davon ausgenommen, dass es ein Stückchen weiter da ist, diese Bildung von eventuellen Glutnestern. Und somit bleibt uns nichts anderes übrig, als wir das Silo zu leeren. Wie lange dauert so ein Einsatz? Kann man das sagen von der Zeit her? Das große Problem, was wir da haben, ist, das Silo ist eben voll, also es ist ein 400 Kubik Silo und bis der Silo leer ist, dauert es also ganz sicher mehr als 24 Stunden und da ist es ganz wichtig, dass die Feuerwehr da bleibt und Brandschutz gewährleistet. Das heißt, wenn wirklich irgendeine Durchzündung passieren sollte oder nur Anzeichen da sind, dass da was geschieht, muss die Feuerwehr noch einmal mit einem Großaufgebot kommen und schauen, dass kein Schaden entsteht.